Kein Zweifel. Den heutigen Alten geht es, sofern sie genug Geld zum Leben haben, besser als früher. Und sie werden immer mehr. In 40 Jahren schon wird jeder Dritte in diesem Land über 65 sein. Grund genug für unsere Politiker, die Alten besonders zu hofieren, sollte man meinen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Nach Trude Unruhs Grauen Panthern will sich deshalb nun noch eine Altenpartei etablieren. Vera Schauber hat dazu Stimmen gesammelt. Ich habe den Eindruck, dass in Deutschland alles toll gepflegt wird. Nur nicht die alten Leute. Die werden behandelt wie Müll. Peter Hinze, Generalsekretär der CDU. Alte Menschen haben einen Anspruch auf ein materiell gesichertes, selbstbestimmtes Leben. Wir verdanken ihnen viel. Ich habe eine 94-jährige Mutter und ich weiß, dass sie aufgeschmissen wäre, wenn ich mich nicht um sie kümmern könnte. Und es muss unbedingt etwas gemacht werden, dass es den alten Leuten würdiger geht. Uwe Lühr, Generalsekretär der FDP. Liberale Altenpolitik will die Förderung von Eigeninitiativen für ein aktives, geistig reges Alter mit voller Integration in das gesellschaftliche Leben. Wenn immer in Deutschland irgendetwas umgeändert wird, Gebühren erhöht, ich denke jetzt gerade an die Pflegeversicherung, dann treten überall Interessenvertreter auf. Nur die alte Generation hat keine Vertreter und keine Lobby. Karl-Heinz Blessing, Bundesgeschäftsführer der SPD. Die Älteren fordern zu Recht mehr Lebensqualität ein. Für sie heißt das neben der materiellen Absicherung mehr Freiheiten und Mitsprache. Der Widerspruch ist klar. Hier die Verbitterung der Alten über die Versäumnisse der etablierten Parteien, dort die Versprechungen der Politiker. Alle Chancen also für eine schlagkräftige Altenpartei. Ein Aufruf an alle Parteien, uns ernst zu nehmen. Trude Unruh, streitbare Gründerin und Vorsitzende der 1989 entstandenen alten Partei Die Grauen. Die 67-jährige Wuppertalerin sieht darin das protestierende Selbstbewusstsein der zur Randgruppe degradierten alten Generation. Es muss die Mindestrente her, zur Zeit von 1650 Mark. Es muss eine andere Rentenreform her, müssen neue soziale Ordnungen auch für die jüngeren Leute passieren. Es muss das Pflegegeld auf der Hand geben, damit wir selbst und die Jungen, die auch behindert sind, selbst entscheiden können, sich selbst verwalten können, individuell leben können. Für all das sind Konzepte da, heute wir, morgen ihr. Allzu großes Vertrauen scheinen die Senioren bis jetzt in die Grauen nicht zu haben. Bei der letzten Bundestagswahl gab es ganze 0,8% der Stimmen, wenig Erfolg also. Den will nun ein anderer erringen. Dr. Erich Geiersberger, 66 Jahre alt, Münchner, seit einem Jahr im Ruhestand und aktiver denn je. Volle Seele überall, wo der ehemalige Rundfunkjournalist Geiersberger derzeit seine gerade gegründete Senatspartei vorstellt und um Mitglieder wirbt. Zu einem ihrer Hauptziele hat sich die junge Bundespartei die kompetente Vertretung der alten Menschen gesetzt. Wir haben viele Alte, die haben wenig Geld. Und wir haben explodierende Sozialkosten und da möchten wir den Teilzeiteinsatz auf diesem Sektor neu organisieren und steuerlich anders gestalten. Ihr Ziel ist es, in wenigen Jahren den dritten Platz unter den deutschen Parteien einzunehmen. Wie wollen Sie das schaffen? Das ist überhaupt kein Kunststück. 40% sind schon Nichtwähler, 20% gehören zu den Seniorinnen und Senioren. Da müssen doch 15, 15 und 20% drin sein. Vielleicht nicht in 4 Jahren, aber in 10 und 15 Jahren sind wir die dritte Partei. Herr Trautmann, Sie sind der Senatspartei bereits beigetreten. Warum? Ja, also ich bin der Ansicht, dass im sozialen Bereich für ältere Menschen viel zu wenig getan wird. Man muss vor allen Dingen künftig Kurzzeitpflegekliniken haben und hierfür wird sich die Senatspartei ganz besonders einsetzen. Was hat Sie bewogen, der Senatspartei beizutreten? Es ist an der Zeit, dass unsere älteren Mitbürger politisch vertreten werden. Und zwar schon deshalb, weil in Bonn diesbezüglich gar nichts geschieht. Und zum anderen wir die Lebenserfahrung der älteren Leute einfach gebrauchen müssen und sollten, um weitermachen zu können. Frau Peter, was versprechen Sie sich von der Senatspartei? Sie sind ja auch schon Mitglied. Mich betrifft vor allem die Altersarmut, die ja hauptsächlich Frauen betrifft. Und hier wird sich die Senatspartei einsetzen, dass eine gerechtere Rentenberechnung bei Müttern erfolgt. Es ist eine Schande für unser Land, wenn eine Mutter heute monatlich 32 Mark Rente bekommt, wenn sie sich mindestens 10 Jahre für ein Kind intensiv eingesetzt hat, um das großzuziehen.
Mehr Mitsprache, mehr Anerkennung, mehr Würde im Alter, bessere Pflegeeinrichtungen, eine höhere Grundrente. Die Senioren fordern ihre Rechte ein, zu Recht. Ihre Vorkämpfer auf der politischen Bühne, ob Senatspartei oder Graue, haben sich formiert, sind bereit, den etablierten Parteien die Stirn zu bieten. Doch Erfolg werden sie nur dann haben, wenn die Alten diese Chancen auf eine eigene politische Vertretung auch nutzen, sich solidarisieren und endlich zeigen, welchen Machtfaktor sie in unserer Gesellschaft darstellen.